Heute geht es um ein unangenehmes Thema mit schockierenden Details. Gar nicht populär, aber vielleicht umso wichtiger. Pädophilie. Es ist in diesen Tagen eine neue Dokumentation erschienen von dem Aktionsbündnis Demo für alle. Ich bin hier verbunden mit der Sprecherin dieses Bündnisses, Hedwig von Beverförde. Frau Beverförde, grüße Sie recht herzlich an diesem Morgen. Grüß Gott, Herr Hoffmann. Worum es bei dem Thema geht, zeigen wir am besten mal, dass wir einen kurzen Ausschnitt aus Ihrer neuen Dokumentation vorspielen. Kendler war offenbar der festen Überzeugung, wirklich der Überzeugung, dass es für Jungen gut ist, wenn sie homosexuelle Kontakte zu Erwachsenen haben, also pädosexuelle Kontakte. Das heißt, die Netzwerke bestehen auch selbstverständlich nach wie vor weiter. Der Senat hat das über 30 Jahre lang nicht nur mit organisiert und zugelassen, sondern auch finanziert, dieses Projekt. Das heißt, die ganzen 70er Jahre waren irgendwie sexmäßig und auch auf Pedo- und Lolita-Sex ausgerichtet, schon ziemlich ausgerastet. Und was haben Kinder eigentlich davon? Welchen Profit sollen die davon haben? Da haben doch nur die Profit, die dann nicht mehr als Missbraucher gelten. Die Kinder sind ja so wie Versuchsobjekte. Das hat ja auch zu diesen extremen Exzessen geführt an der Odewaldschule, wo dann der Pädosex ja fast öffentlich in Massen über Jahrzehnte, auch noch in den 80er Jahren, geführt wurde. Mich hat diese Dokumentation wirklich betroffen gemacht und ich nehme an, Frau Beverförde, auch das Making von diesem Video war nicht ganz einfach gewesen. Es geht ja darum, dass hier pädophile Netzwerke aktiv sind. Man möchte das gar nicht glauben, dass in unserer Zeit, in unserem Land. Ja, zunächst geht es in dieser Dokumentation ja um das sogenannte Kendler-Gate, wie wir es genannt haben, nämlich im Grunde zwei Skandale, die da zusammenkommen. Einmal diese netzwerkartige Strukturen, dieses Verbrechen, dieses sogenannte Kendler-Experiment, bei dem Helmut Kendler, der ja Sozialpädagoge war, in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, also ab Ende der 60er Jahre, von Berlin aus aus dem pädagogischen Zentrum heraus ein Projekt aufgelegt hat, wo er nämlich Jugendliche, vor allem Jungens, die auf der Straße sich herumtrieben, die sozusagen in irgendwie wieder in geordnete Verhältnisse zurückgeführt werden sollten, in Zusammenarbeit mit mehreren Berliner Jugendämtern in die Obhut von pädophilen Männern gegeben hat, die dann ihre Pflegeväter wurden. Das ist der eine Teil, dieser eine große Skandal. Und das hat über 30 Jahre angedauert, dieses Experiment. Und mit furchtbaren Folgen natürlich auch für die Betroffenen, was aber auch vielleicht erst viel zu spät so richtig herausgekommen ist. Und der zweite Teil, wo wir eben auch die Verbindung schaffen in der Dokumentation, ist eben die Tatsache, dass dieser selbe Mann, Helmut Kendler, wiederum der Begründer, der heute überall in Kindertagesstätten und Schulen vor allem auch verbreiteten Sexualpädagogik ist. Das ist quasi dort stammt diese Pädagogik her, auf seinen Thesen und auf seinen Lehren beruht die heutige Sexualpädagogik, der unsere Kinder überall ausgesetzt sind. Und das sind zwei Skandale, die man einfach auch mal zusammen sehen muss. Und das war auch ein wichtiger Punkt für uns, diese Dokumentation zu machen, um diese beiden Dinge mal in der Verbindung auch zu bringen. Was ich dieser Dokumentation auch entnommen habe, dass Professor Ulrich Sielert mit seinem Buch Sexualpädagogik der Vielfalt ja heute sozusagen diese ursprünglichen Experimente von Helmut Kendler weiterführt, in einen pädagogischen Rahmen gießt und dass das wohl das Standardlehrbuch auf unseren pädagogischen Hochschulen ist. Vielleicht können Sie zu diesen Thesen, die dort vertreten werden und die Praxis, die dort gelehrt oder zumindest vorgeschlagen wird, ein paar Worte sagen. Das betrifft uns ja wohl auch als Eltern, die Kinder haben, die möglicherweise diesen Dingen ausgesetzt sind. Also die Grundthese von Helmut Kendler, die er natürlich auch nicht ganz alleine erfunden hat und die er schon von Kinsey übernommen hat und solchen Leuten,
ist, dass das Kind sei von Geburt an ein sexuelles Wesen und habe auch sexuelle Bedürfnisse und solle quasi in seiner Sexualität, in dem Ausleben seiner Sexualität von kleinst auf angeregt werden. Durch alles Mögliche, durch Schauen, durch Hören, durch Berühren. Also eine sehr, 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 sehr hochproblematische These, die aber letztendlich genau die Grundlage ist für alles, was wir heute auch haben in der Pädagogik, also in der dortigen. Also wenn man mal jetzt, was ich gerade angesprochen habe, dieses Standardwerk heute der Sexualpädagogik der Vielfalt, das jetzt nicht mehr direkt von Uwe Sielert ist, aber was jetzt von seinen Nachfolgern herausgegeben ist. Wenn man das anschaut und da mal hineinguckt, dann sieht man eben, Kinder sollen hier bei einer Übung, die heißt dann Gänsehaut, dünne Kleider nur tragen und sollen sich dann also gegenseitig in einem nicht von außen einsehbaren Raum berühren und streicheln und ich weiß nicht was, massieren. Ja, das ist zum Beispiel so eine Übung, die da jetzt als Möglichkeit vorgeschlagen wird in diesem heute noch oder heute zurzeit aktuellen Standardwerk Sexualpädagogik der Vielfalt. Oder aber der berühmte Puff für alle, der ist schon vor Jahren sehr durch die Medien gegangen. Das ist also auch so eine Übung, die dort vorgeschlagen wird. Oder eben Kinder sollen, 15-Jährige sollen galaktische Sex, erotische Musikstücke entwerfen. Also die Kinder werden quasi, Kinder und Jugendliche werden aktiv mit Sexualität befasst. Ja, sie werden quasi gezwungen, auch noch in der Gruppe sich damit zu befassen, sich mit Gegenständen zu befassen, die damit zu tun haben. Oder darüber zu sprechen, die Worte zu benutzen, sie hören, die lernen, sie Fantasien anzuregen und so weiter. Also unglaublich. Das ist natürlich Sexualisierung in Reinstform, die da passiert. Also diese Frühsexualisierung ist ja schon seit langem immer wieder en vogue. Sind sich Eltern dessen bewusst, was in den Kindergärten, was in den Schulen passiert? Reden die Kinder überhaupt darüber, speziell dann, wenn sie durch solche Themen teilweise vielleicht sogar traumatisiert werden? Ich habe von solchen Fällen gehört. Es ist sehr unterschiedlich. Kinder sind ja sehr verschieden, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung als Mutter von drei Kindern auch in dieser Hinsicht berichten. Manche, das eine Kind sagt, erzählt zu Hause nichts und das andere Kind muss das irgendwie loswerden. Also da hatte ich auch die unterschiedlichen Modelle zu Hause. Und deswegen ist es schon sehr wichtig, dass Eltern sich da proaktiv wirklich auch erkundigen, was passiert eigentlich in den Einrichtungen in dieser Richtung, weil man weiß es ja inzwischen, dass das wahrscheinlich mehr oder weniger überall passiert, auch in konfessionellen Einrichtungen leider, manchmal dort sogar schlimmer als in den anderen. Also Eltern müssen da wirklich aktiv werden und nachfragen bei den Pädagogen im Vorfeld, bevor so etwas passiert, sich die Sachen anzeigen lassen, die dort geplant sind. Gegebenenfalls auch einfach mal bitte sagen, nein, das möchte ich nicht, dass das mit meinem Kind gemacht wird. Auch Diskussionen nicht aus dem Wege gehen. Ich weiß, das gelingt nicht immer gut. Also das Ergebnis ist nicht immer gut, aber manchmal eben doch. Man trifft oft auch auf offene Ohren, auch bei Pädagogen, die das zum Teil auch fragwürdig finden, aber die auch genau dieses Feedback von Eltern brauchen und diese kritisch nachfragen. Und im Zweifelsfall muss man versuchen, sein Kind dann in irgendeiner Weise vor zu schützen, indem man es zu Hause lässt oder, also das ist, ich kann da nur so, kann da keine Generalregeln oder Empfehlungen geben, aber man muss versuchen, sein Kind davor zu schützen. Das auf jeden Fall nur empfehlen. Also man darf nicht davon ausgehen, alles ist gut, nichts passiert, sondern einfach dadurch, dass das Bildungssystem schon so weit durchdrungen ist von diesen Ideen der sexuellen Vielfalt und die Propagierung dessen, dass sich das durchaus auch dann in der Praxis so niederschlagen kann. Jetzt hat das Ganze ja noch eine ganz heiße Dimension, das sind diese pädophilen Netzwerke, das ist sozusagen die extreme Erweiterung dieser Ideologie, die ja davon ausgeht, es ist gut für
auch Minderjährige sexuelle Kontakte zu haben, und zwar nicht nur unter sich, dass sie miteinander Puff spielen, was vielleicht schlimm genug ist, sondern dass auch Sexualkontakte mit Erwachsenen propagiert werden, dass gesagt wird, das sei gut für die Entwicklung des Kindes. Und dahinter haben sich ja ganze Netzwerke dann gebildet, die auch gerade, wie die Doku jetzt sehr klar zum Ausdruck bringt, durch den Berliner Senat teilweise sogar, wenn nicht geduldet, dann sogar gefördert werden. Also man muss dazu sagen, wir müssen das ein bisschen zeitlich vielleicht einordnen. Also jetzt heute am Tag wird im Allgemeinen nach meiner Kenntnis nicht propagiert seitens der heutigen Pädagogen, dass Kinder jetzt mit Erwachsenen Sexualkontakte haben sollen. So plump kommt das jetzt noch nicht, weil das damals schon doch eben auch 70er, 80er Jahre und so weiter, als die Grünen in dieser Richtung zum Beispiel tief im Sumpf waren, es hat sich und auch eine Pädophilie sozusagen Akzeptanzbewegung ja da war, wo natürlich ein Kentler und Co. Auch stark mit dran gewirkt haben, aber er war ja nicht der Einzige, hat sich ja das zum Glück doch zunächst mal ins Gegenteil vergeht. Also das wurde ja nicht angenommen. Es ist zwar diese ganze Sexualität der Vielfalt immer weitergegangen, aber die Pädophilie wurde zum Glück doch stark abgelehnt bis heute, sag ich mal. Also ich kann mich noch gut erinnern an meine Studentenzeit, da haben die Maoisten gegen die Marxisten, Reichisten Debatten geführt. Wilhelm Reich, der damals nicht für die Befreiung des Proletariats, sondern für die Befreiung der Sexualität stand. Das war von damals schon sehr ideologisch. Das Ganze ist eine Zeit lang dann wieder zurückgegangen, aber ist heute vielleicht die Gefahr da, dass diese Dinge wieder ganz neu aufkommen, jetzt sogar in Zusammenhang mit Pädophilie? Genau, die Pädophilie ist jetzt jahrzehntelang abgelehnt gewesen in der Öffentlichkeit, zum Glück. Das hat nicht funktioniert damals, die also salonfähig zu machen und akzeptabel zu machen, öffentlich, also offiziell. Undercover lief das natürlich, siehe Kentler-Experiment, aber nicht in der allgemein akzeptierten Öffentlichkeit. Jetzt allerdings besteht schon die Gefahr, das sehen wir als Demo für alle und das erkennen auch inzwischen durchaus auch andere Journalisten zum Beispiel, die darüber jetzt in der letzten Zeit geschrieben haben, zum Beispiel Birgit Kelle, dass da möglicherweise jetzt subtil, also sagen wir mal auf ganz schleichend, die Pädophilie wieder so langsam zu einer akzeptablen Liebesweise gemacht werden soll. Ja, da gibt es zahlreiche Anzeichen dafür. Einmal, dass auch bei diesen vielfaltssexuellen Lobbygruppen da, also jetzt plötzlich jetzt die Kinderliebenden haben jetzt ihre eigene Flagge, ja, die so eine andere, nicht Regenbogen, sondern andere Farben, die tauchen plötzlich bei Pride Month Demonstrationen auf. Da tut sich einiges im Moment, ja, und man muss ganz klar ja auch sehen, dass diese Sexualpädagogik der Vielfalt, die wie gesagt ja schon überall in Kitas und Schulen schon längst läuft, dass die natürlich mithilft, Schamgrenzen kaputt zu machen von Kindern, indem sie die Kinder eben sexualisiert, lernen die Kinder, dass das so ein bisschen was Normales sei und ihre eigenen normalen Schamgefühle werden damit quasi kaputt gemacht und unterlaufen. Und dann ist es natürlich auch viel einfacher zu sagen, ja, die Kinder, wenn sie schon so gut Bescheid wissen über all diese sexuellen Dinge, kann man ja auch nicht mehr sagen, sie seien quasi ahnungslos. Und wenn dann also auf sanfte Weise irgendwelche Kontakte sind und so weiter, dann, und das Kind kann dann ja sein Einverständnis jetzt auch geben, weil es ja schon so gut informiert ist, so kann ganz langsam auch, sagen wir mal, auch diese strafrechtlichen Grenzen, die eben auch darauf basieren, dass das Kind damit überwältigt wird und mit etwas befasst wird, was es nicht verstehen kann, die können damit langsam unterlaufen werden. Und das sind so Dinge, die wir schon feststellen. Und wir sehen sehr klar, Eltern müssen eben auch an der Stelle jetzt viel klarer hinschauen, dass nicht pädophile Interessen, die natürlich bedient werden durch so eine Pädagogik, dazu beitragen, dass ihr Kind Opfer von Missbrauch wird. Und Kinder müssen von den eigenen Eltern sanft
aber eben auch auf diese Gefahren hingewiesen werden. Aber eben individuell von eigenen Eltern zum richtigen Zeitpunkt und auf eine kindgerechte und nicht das Kind schockierende und ängstigende Weise. Gibt es dazu irgendwelche Materialien, die den Eltern hilfreich sind? Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich ein Kind in dem Alter habe, meine Kinder sind schon darüber hinaus, wie kann ich da mit meinem Kind richtig aufklären gegenüber dieser anderen Aufklärung, die es möglicherweise in der Schule bekommt? Also zunächst mal würde ich das Kind versuchen, wenn ich die Aufklärung in der Schule nicht ganz vermeiden kann, was ja oft nicht möglich ist, dem Kind im Vorfeld schon ist darauf ein bisschen vorzubereiten, dass dort in der Schule Dinge auf es zukommen, mit denen man als Eltern vielleicht auch nicht einverstanden ist. Und um das Kind ein bisschen zu immunisieren, das kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon tun. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich mit meinen Kindern auch in vielen Bereichen gemacht habe. Wenn man Kinder im Vorfeld immunisiert und darauf anspricht, dass da etwas auf sie zukommen kann, was irgendwie schwierig ist und diese Schwierigkeiten auch mit den eigenen Worten, wie man sie selber auch sieht, dem Kind irgendwie nachvollziehbar machen kann, dann ist das schon sehr, sehr viel wert. Aber ganz konkret auch auf die Übergriffe und auf Kindesmissbrauch, Warnungen, ja, da kann ich dem Kind ganz normal sagen, du darfst, kein Mensch hat das Recht, dich irgendwo anzufassen, ja, diese ganz normalen Dinge, die kann man dem Kind absolut sagen. Und ein nicht sexualisiertes Kind, was in einem halbwegs intakten Elternhaus groß wird, das hat diese Schamgefühle. Das möchte nicht mit solchen Dingen befasst werden. Und das kann man dann halt auch zu Hause schon ermutigen, auch zu sagen, nein, ich möchte darüber nichts hören, auch im Unterricht, ja. Und ich möchte nicht darüber sprechen, ich will das nicht, ich will weg. Und auch, dass man auch auf jeden Fall dem Kind nahebringt, dass es alles das auch den Eltern erzählen kann, wenn irgendjemand versucht hat, irgendwie an es heranzukommen, auf eine unziemliche und übergriffige Weise. Dass das Kind auch diese tiefe Vertrauensverhältnis mit den Eltern hat, das ist das A und O bei der ganzen Geschichte. Dass es auch erzählt, wenn ihm etwas passiert. Ja, und wenn es es erzählt, kann es auch durchaus traumatische Dinge sein, die es erzählt. Eine Bekannte von mir berichtete, ihr Kind, ich nehme an, circa 10 Jahre wird es gewesen sein, kam aus der Schule heim und sagte, Mama, man hat mir meine Kindheit zerstört. Also so traumatisierend war dieser spezielle Sexualkundeunterricht, den es an diesem Tag dort gegeben hat. Die Eltern wussten natürlich nichts im Vorfeld davon. Das ist die große Problematik, dass Eltern es oft nicht wissen. Und deswegen empfehlen wir eben auch, fragen Sie vorher schon nach Anfang des Schuljahres, wenn Sie Ihr Kind in eine Einrichtung geben, fragen Sie ganz konkret nach, was die machen, die in diesem Bereich, was dort eigentlich geplant ist oder was sie dort machen. Und nehmen Sie da Einfluss. Also auch ganz mit klaren Worten. Das ist das Einzige, was man tun kann. Dass wir an dieser Stelle in eine gefährliche Schräglage kommen würden, die vielen Kindern schaden würden und die auch den Missbrauch mit Kindern in einem ungeheuren Ausmaß steigern würden. Es ist wichtig zu wissen, dass dieses Missbrauchsexperiment von Helmut Kentler eben nicht abgeschlossen ist, sondern dass es eben auch und ganz besonders in dieser übergriffigen Pädagogik fortlebt. Allerdings war es ja dann doch so, dass es dieses Kentler-Experiment in Berlin gegeben hat, was auch damals Unterstützung durch den Senat hatte. Und dort ist es offensichtlich auch zu solchen Fällen gekommen. Es gab ja auch bereits die ersten Verurteilungen bzw. Zuspruch von Schadensersatz an einen gewissen Marco und Sven, die sich geoutet haben als Menschen, die da als Kinder in dieser Weise missbraucht worden sind. Wie geht es da mit der Aufarbeitung? Ich möchte nur sagen, dass es hat das die ganze Zeit gegeben. Dieses Kentler-Experiment ist ja der Beweis, dass pädophile sozusagen Ideen und auch Taten dann eben in Zusammenarbeit eben mit staatlichen Stellen, also Kenntnis des Senats, Finanzierung des Senats, Zusammenarbeit mit Jugendämtern in Berlin gemacht wurde. Aber das war ein bisschen undercover. Es war zwar nicht komplett versteckt, aber es war nicht der allgemeinen Öffentlichkeit
sag ich mal, bekannt. Und da muss man ein bisschen schauen. Ja, das muss man ein bisschen unterscheiden. Und genau als das dann immer deutlicher bekannt wurde, hat das Ganze ja auch wirklich einen Aufschrei schon auch ausgelöst. Aber der hat nicht ausgereicht, um sozusagen endlich auch die Aufarbeitung und Untersuchung dieser Netzwerke, die es da eben gegeben hat und die mit aller Wahrscheinlichkeit einfach weiter bestehen, um die tatsächlich so weit jetzt mal zu untersuchen, dass man auch Namen hat, dass man auch mal weiß, welche Leute sind daran konkret dran beteiligt gewesen und sind vielleicht heute noch in irgendwelchen Stellen, wo sie weiter an diesen Dingen sozusagen da weiter mitwirken können. Und das ist sozusagen der Punkt, der dringend jetzt angepackt werden muss. Es müssen Namen genannt werden, es müssen diese Netzwerke richtig untersucht werden, es müssen Akten, es sind noch über 1000 Akten im Berliner Senat im Keller der Bildungsverwaltung oder an die 1000 Akten, hat zumindest eine Studie ergeben, dass das so sei, die noch nicht gesichtet sind, die noch nicht untersucht sind, wo man noch nicht reingeguckt hat, was da eigentlich, welche Namen und welche Leute da eigentlich alle involviert sind. Es hat Studien gegeben, schon zu dem Thema, zuletzt 2020 von der Uni Hildesheim, eine Studie, die aber nur wenige Ergebnisse erbracht hat. Aber die Ergebnisse, die sie erbracht hat, die sind wirklich Sprengstoff. Denn dort heißt es, in dieser Studie heißt es, ich zitiere das mal gerade hier, dass also zu diesen pädophilen Pflegevätern des Kentler-Experimentes nicht nur, wie man bis dato dachte, ein paar Hausmeister aus Berlin gehört haben, Leute, die sich mit Stricherjungs beschäftigt hatten und so ein paar einfache Leute, sondern, und jetzt zitiere ich mal, auch Alleinlebende mitunter mächtige Männer aus Wissenschaft, Forschungseinrichtungen und anderen pädagogischen Kontexten, Zitat Ende, die dazu gehört haben. Aber die Namen sind nicht genannt in dieser Studie. Die Studie ist nur ganz dünn. Sie zeigt eben auf, dass hier noch ein riesen Forschungs- und Aufarbeitungs, sagen wir mal, Feld brach liegt und was unbedingt angefasst werden muss. Das heißt, hier ist ein richtiger Sumpf, der jetzt trockengelegt gehört. Was ich Ihrer Dokumentation auch entnommen habe, dass das Ganze nicht nur innerhalb Deutschlands ist oder innerhalb Berlins, sondern dass es auch internationale Verbindungen gibt, dass dort Kinder weitergereicht werden an das internationale Ausland, speziell nach Osteuropa, und dort teilweise auch Männer, die diese Kinder jetzt in Obhut, in Pflege nehmen, wie es heißt, dann mehrere tausend Euro pro Monat haben. Ist das schon sichere Erkenntnis oder wie ist der Stand der Untersuchungen an diesem Punkt? Also der ehemalige Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Marcel Lute, den wir auch im Interview ja hatten und der in dem Film das auch sagt, der weiß schon, dass das eine gesicherte Erkenntnis ist, dass auch junge Leute, Jugendliche, ich weiß nicht, Kinder, weiß ich nicht ab welchem Alter, aber auf jeden Fall auch Jugendliche zum Teil in Pflegestellen ins osteuropäische Ausland verbracht werden. Und er hat sich als Abgeordneter versucht, da nähere Informationen darüber zu bekommen, wo das genau ist, bei wem das genau ist, die Gründe, was weiß ich, und ist da doch auf eine ziemliche Schweigensmauer gestoßen. Und man hat ihm auch Informationen, die er abgefordert hat, die er auch als Abgeordneter hätte, die man ihm hätte nennen müssen, Antworten geben müssen, nicht bekommen. Und er vermutet halt dadurch, dass dass möglicherweise das Kentler-Experiment, sprich, dass eben auch pädophile Strukturen im Ausland dort mit Jugendlichen beliefert werden könnten oder Kindern, dass das weiter der Fall sein könnte. Aber er konnte es bis jetzt noch nicht überprüfen. Er sagte, er hätte sich selbst ins Auto gesetzt und mal geschaut, wie es denn vor Ort, wie es denn ausschaut bei dieser oder jener Pflegestelle. Aber man hat ihm eben diese Adressen auch gar nicht genannt. Dann gilt an dieser Stelle die Unschuldsvermutung. Auf der anderen Seite wäre das auch wirklich eine Sache, die jetzt nach einer genauen Recherche durch kritische Journalisten ruft. Es gibt ja inzwischen eine weitere Studie zu dem Thema ausgegebenem Anlass. Die müsste jetzt bald veröffentlicht sein. Wie ist denn dort der Stand? Ja, im vergangenen Jahr, als diese beiden vom Kentler-Experiment betroffenen, inzwischen natürlich erwachsenen Männer Marco und Sven,
an die Öffentlichkeit gegangen waren mit ihrer Geschichte, mit ihrer schrecklichen Geschichte, die kommt ja auch kurz in der Doku vor, und dann auch eine Entschädigung bekommen haben nach einigen Streiten vom Senat, hat der Senat angekündigt, dass er diese pädosexuellen Netzwerke, die Hildesheimer Studie von 2020 also klar als existent festgestellt hat, dass er die mit einer weiteren Studie jetzt näher untersuchen würde. Und es ist dann jetzt nochmal auf Nachfrage irgendeines Abgeordneten vor einiger Zeit die Antwort vom Senat gekommen, dass Ende Oktober 2022, also sprich heute, wäre der letzte Tag, der Zwischenbericht für diese neue Studie da sein solle. Wir haben bis jetzt noch nichts gehört. Wir haben geschaut, ob da schon etwas da ist, aber es scheint noch nichts veröffentlicht zu sein. Also es wäre sehr, sehr wichtig, dass hier der Druck auch von der Öffentlichkeit jetzt hier weiter hochgehalten wird, dass auch der neue Senat, der quasi jetzt seit der letzten Berlin-Wahl, die ja noch nicht so lange her ist, natürlich eine andere Zusammensetzung hat als der das im vergangenen Jahr beschlossen hat oder angeordnet hat, an diesen Themen jetzt dranbleibt und wirklich mal den Willen zeigt, diese Netzwerke tatsächlich zu erforschen und seine Mitschuld, ich meine, der Senat hat das ja mit hauptsächlich zu verantworten, hier auf diese Weise jetzt ein bisschen abzutragen, indem man wenigstens, indem man in die Netzwerke jetzt erforscht und damit auch sicherstellt, beziehungsweise, dass da nicht weitere Kinder und Jugendliche heute am Tag noch dem zum Opfer fallen. So, das heißt, Sie werden als Initiative Demo für alle sicher dranbleiben, wir auch. Sobald es hier neue Informationen gibt, speziell wenn diese Studie herauskommt, werden wir sicherlich uns wieder mal einen Interviewtermin machen. Ich möchte Ihnen herzlich danken, Frau Beverförde. Alle, die jetzt zugeschaut haben, auch herzlichen Dank für Ihr Interesse. Nehmen wir diese Sache ernst und teilen Sie dieses Video. Es ist wichtig, dass viele Menschen darüber erfahren, was auch bei uns in unseren Ländern, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dort noch alles vielleicht unter der Decke passiert, was bis jetzt verschwiegen worden ist. Und danke auch Ihnen, Frau Beverförde, und Ihrer Initiative Demo für alle. Man kann sich auf Ihrer Homepage aktuell informiert halten und wir werden sicherlich in Kontakt bleiben. Danke für heute. Herzlichen Dank, Herr Hoffmann. Das freut mich, dass wir das nochmal weiter verfolgen werden.